Oh boy, das könnten schlechte Nachrichten für alle Dampfer und Raucher sein. Denn die EU plant sehr weitgehende Verbote für das Rauchen und Dampfen auch draußen. Verbreite die Kunde. Und die EU will ernst machen. Sie will ein Verbot auch an öffentlichen Plätzen, wie öffentlichen Spielplätzen und Freizeitparks, aber auch in Freibädern, Liegewiesen, sowie vor öffentlichen Gebäuden, Haltestellen und auch in Bahnhofsbereichen. Und ja, die Verbote sollen auch auf neue Produkte ausgeweitet werden, wie etwa erhitzte Tabakerzeugnisse oder elektronische Zigaretten. Und zwar überall dort, wo auch das Rauchen verboten ist. Denn die neuen Arten werden zunehmend von jungen Menschen konsumiert. Der Grund für die Pläne? Jedes Jahr sterben laut der EU zufolge 700.000 Menschen an den Folgen von Tabakkonsum. Darunter auch zehntausende Passivraucher. Und bis 2040 will die EU den Anteil der Raucher auf unter 5% bringen. Also quasi eine rauchfreie Generation schaffen. Entsprechende Gesetze müssten dann aber von den Mitgliedstaaten verabschiedet werden. Was ist deine Meinung zu den Plänen der EU? Sinnvolle Maßnahme für die Gesundheit oder zu starker Eingriff in die persönliche Freiheit? Denn